Du träumst von deinem ultimativen Gaming-PC? Bleib bis zum Ende des Videos dran, denn du hast heute die Chance darauf. Hast du dich je gefragt, was ein Gaming-PC eigentlich ausmacht? Es sind nicht nur die äußeren, sondern vor allem die inneren Werte, die zählen. Heute, unterstützt durch Crucial Be Quiet, entdecken wir Komponenten, die deine Gaming-Welt verändern. Die beiden Komponenten, um die es heute geht, sind die T705 SSD und der DDR5 Pro Overclocking RAM von Crucial. Die 4TB-Variante, die wir heute testen dürfen, kann bis zu 14.100 MB die Sekunde lesen und bis zu 12.600 MB die Sekunde schreiben. Um zu verstehen, wie sich diese extremen Leistungsdaten auf den Alltagsbetrieb auswirken, haben wir drei Tests vorbereitet, in denen wir die T705 mit einer herkömmlichen PCIe Gen 4 SSD vergleichen. Jeder kennt es. Ihr braucht mehr Platz für eure Memes und müsst deswegen ein Spiel verschieben. Wir haben das Ganze am Installationsverzeichnis von Cyberpunk getestet. Das Verschieben von der PCIe 4 Festplatte hatte 26,89 Sekunden gedauert und das Verschieben von der PCIe Gen 5 Festplatte 23,88 Sekunden. Das bedeutet eine Reduktion von ungefähr 3 Sekunden und ganz genau 11,19%. Im zweiten Test haben wir die Leistung der beiden Platten im synthetischen Direct Storage Benchmark geprüft. Direct Storage ist eine neue Technologie von Microsoft, die dabei hilft, das volle Potenzial von SSDs zu nutzen, indem die Kommunikation zwischen SSD und GPU effektiver gemacht wird. Das Gen 4 System hat einen Wert von 61 Millisekunden erreicht, während das Gen 5 System einen Wert von 26 Millisekunden erreicht hat. Wir sehen also, dass das System mit der T705 mehr als die doppelte Geschwindigkeit erreicht. Test Nummer 3 ist der klassische Crystal Disk Mark. Hier erreichte die PCIe Gen 4 SSD respektable 5180 MB die Sekunde beim Lesen und 4823 MB die Sekunde beim Schreiben. Die Crucial T705 hingegen erreichte krasse Werte von etwa 14.000 MB die Sekunde beim Lesen und 9300 MB die Sekunde beim Schreiben. Diese Werte liegen zwar knapp unter der Herstellerangabe, aber absolut innerhalb der Messtoleranz. Als nächstes kommen wir zu unserem 48 GB Crucial Pro Overclocking Kit. Als erstes zeigen wir euch am Beispiel dieses Rechners, wie ihr euren RAM sicher übertaktet. Danach gibt es einen Vergleichsbenchmark zwischen diesem System mit und ohne aktivierten Expo-Profil. Um uns den Unterschied zwischen übertakteten versus nicht übertakteten RAM einmal genauer anschauen zu können, bauen wir jetzt eine AMD 8700G in das System und laufen damit durch den integrierten Benchmark von Tomb Raider. So, wir sind jetzt hier im BIOS von unserem Strix X670i F-Gaming. Wenn das bei euch ein bisschen anders aussieht, wenn ihr ein anderes Mainboard habt, völlig in Ordnung. Die Einstellungen sollten ungefähr gleich sein und an den gleichen Stellen zu finden sein. Alles, was wir hier machen müssen, ist eigentlich dort das Expo-Profil zu laden. Einfach auf Enabled setzen. So, jetzt sehen wir, die 6000 sind übernommen. Wir sehen auch, unsere beiden 24 GB Regeln wurden erkannt und dann müssen wir eigentlich nur noch mit F10 das Ganze übernehmen. Wir sehen jetzt hier, Expo 1 wurde geladen. 6000 MHz, 48er Timings, passt. Und wir drücken auf OK. Hier in Windows könnt ihr jetzt einfach mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste gehen und den Task Manager öffnen. Und dort seht ihr den Arbeitsspeicher und hier unten die Geschwindigkeit von 6000 MHz. Das heißt, das Expo-Profil wurde übernommen. Dann können wir jetzt mal schauen, wie sich das in unseren Benchmarks widerspiegelt. Als Spielebenchmark haben wir uns für Shadow of the Tomb Raider entschieden. Im ersten Durchlauf ohne aktiviertes Expo-Profil sind wir bei 70 Frames die Sekunde gelandet. Mit aktiviertem Expo-Profil allerdings haben wir 77 Frames die Sekunde im Durchschnitt erreicht. Das bedeutet, mit unserem Overclocking haben wir einen Leistungsunterschied von satten 10% erreicht. Wie anfangs schon gesagt, geht es bei PCs auch um die inneren, verborgenen Werte. Und wie wir in unseren Tests gesehen haben, können die sich deutlich auf die Leistung des Systems auswirken. Wie angekündigt, zeige ich euch jetzt, wie ihr euren neuen Traum-PC gewinnen könnt. Kommentiert einfach unter diesem Video, warum genau ihr diesen PC gewinnen wollt. Um euch ein extra Los zu sichern, schaut doch auf TikTok vorbei, wo parallel das gleiche Gewinnspiel läuft.
Vielen Dank an unsere Partner Crucial und Be Quiet, die dieses Gewinnspiel ermöglichen.